Du, ich hab Mittag. Nee, das kannst du nicht machen. Es wird erhebt. Frau Stockel? Einen Augenblick, bitte. Stockel? Wenn die Frau Hofer kommt, sagen sie, ich bin auf dem Weg zum Jagdschloss. Ist wegen dem Geiger, gell? Was ist denn wieder passiert? Die Frau Hofer soll sich beeilen. Ich brauche sie hier. Danke. Du dahin? Wer weiß, wer weiß. Klingt langweilig. Nein, aber nicht, wenn der Kunda spielt. Das ist der Chef von dem Streichquartett. Der war gestern beim Chef, also bei unserem Chef. Und ich sag's dir, Michi, du kannst dir nicht vorstellen, wie sie der aufgeführt hat, bloß weil die Bläser auf der Südseite die Aufenthaltsräume haben und die Geiger eben nicht. Was für Bläser? Ja, von dem Weihrauch-Bläserquartett. Die spielen morgen auch. Vier Trompeten? Ja, Michi. Und ich glaub, das kann morgen ein großes Spektakel werden. Herr Kunda?
Herr Kunde. Ich bin auf dem Weg zum Schloss. Hast du schon eine Probe festgelegt? Mit wem spreche ich? Bertram? Hallo! Hallo, Herr Harry! Verdammt! Können wir das unter uns regeln? Hallo. Ja. Natürlich, gern. Ich bin schuld, das ist sonnenklar. Wo ist denn der Kollege Hofer? Der ist beim Zahnarzt. Ah, Moment. Hilft? Herr Lind? Ja. Ja? Wenn der Hofer kommt, sagen Sie ihm das auch bitte. Dass er beim Zahnarzt war? Ja. Sollte man doch auf die Schnelle was einfallen lassen. So, und jetzt schauen wir ein bisschen Schluss um. Herr Hebt, kennen Sie den Toten? Ja, er ist Bertram Kunder. Sollte er morgen Abend hier auftreten mit seinem Streichquartett? Das Geiger- und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Geige dazu fehlt. War sie was Besonderes? Das kann man wohl sagen. Eine echte Balestrieri 1781. Wert um die 200.000 Euro. 200.000? Ja. Was machen Sie eigentlich hier? Es wurde auch noch das Weihrauchquartett verpflichtet. 4 Trompeten ausgerechnet. Helmut Weihrauch spielt ebenfalls im Symphonieorchester. Erste Trompete. Und da hat sich Kunda beschwert. Worüber denn? Streicher und Bläser schätzen sich nicht besonders. Und ich hatte Herrn Weihrauch zuerst für den Akustiktest hier im Saal einbestellt. Da war Herr Kunda gekränkt, weil ich einer Trompete den Vortritt lasse. Noch dazu, wo ich selber Geige spiele. Herr Kunda hat sich allen Ernstes beschwert, dass Herr Weihrauch vor ihm den Akustiktest machen durfte. Geiger sind eben empfindliche Wesen. Ui. Lieber Carlo, ich glaube, es ist das Beste für alle Beteiligten, wenn wir nach dem Konzert getrennte Wege gehen. Kunda. Sollte ich? Südtirol, Pustertal. Ich habe Sie vor der unpräparierten Piste gewarnt, Marie Hofer. Ah, ja, dunkel. Ist Ihre Freundin nicht dabei? Freundin? Na, die so eifersüchtig war, weil Sie sich doch an der Schneebahn mit einem Drink bei mir bedankt haben. Ja, die, ja, nein, geht schon lange nicht mehr. Ich hab sie aufgehängt. Plakatmäßig, Money, natürlich. Verstehe, Sie haben für uns die Werbetrommel gerührt. Du, was ist denn passiert? Nein, Marie. Entschuldigung, Sie spielen beim Kunstquartett? Ja. Eben erst angekommen. Das ist mein Bruder, er ist bei der Kriminalpolizei. Hofer, Philippo Rosenheim.
Ah, verstehe. Mossaut. Angenehm. Ihre Schwester und ich, wir sind alte Bekannte. Südtirol. Pustertal. So. Der Herr Kunda, das ist Ihr Chef? Er ist nicht mein Chef. Wir spielen zusammen im Symphonieorchester vom Bayerischen Rundfunk. Er leitet nur das Quartett. Das ist jetzt ein Trio. Ist schon soweit? Ja. Der Herr Kollege. Servus. Sie waren beim Zahnarzt. Wie kommen Sie denn da drauf? Weil der Mosi da hingeschickt hat. Was Blöderes ist ihm nicht eingefallen. Der Herr Kunda ist tot. Ja. Das muss man doch. Hallo. Haben Sie nicht vorhin mit mir telefoniert? Als ich Herrn Kunda fand, klingelte sein Handy. Ich habe den Anruf entgegengenommen. Ach, Sie waren das. Ja, ich wollte wissen, ob Bertram, also Herr Kunda, schon im Schloss ist. Ich war gerade auf dem Weg dorthin. Dann wurden wir unterbrochen. Sie entschuldigen mich. Ja, mich auch. Hat er gebohrt? Das hat er sich nicht getraut. Ich wäre jetzt soweit fertig. Und, wie schaut's aus? Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand von hinten erschlagen, fiel in den Flügel, riss dabei den Deckelhalter um und der Deckel sauste auf seinen Kopf. Was von beiden die Todesursache ist, das werde ich noch rausfinden. Super. Gibt es irgendwelche Kampfspuren? Ich konnte keine Abwehrspuren finden, nur die eine Kopfwunde, die kann ich mir nicht erklären. Ja, dann warten wir eben bis nach der Obduktion. Ja, gute Idee. Todeszeitpunkt ca. 13 Uhr, 13.30 Uhr. Danke. Gerne. Tschüss. Tja, der Täter hat offenbar eine wertvolle Geige abgesehen. Es kann sein, dass der Kunde nur bewusstlos schlagen wollte. Und der ist dann in den Flügel gefallen und der Deckel hat ihm den Rest gegeben. Oh. Ed? Ja? So, bleiben Sie bitte hier. Und, hat er gebohrt? Depp. Also, pass auf. Das ist der Herr Carlo Bisheu. Er spielt mit in dem Quartett von der Leiche. Er sagt, er hat geschlafen, weil er die ganze Nacht durchgefahren ist. Er ist erst heute in der Früh von Stockholm gekommen. Na, schau. Und das ist die Liste. Danke. Ach, Herr Mohr, ja? Nach Aussage von Herrn Hebt, muss noch ein Trompeter im Haus sein, gewisser Herr Weihrauch. Habe ich keinen gesehen, aber neben dem Zimmer vom Herrn Bisheu ist noch ein anderes Zimmer. Das war zugesperrt. Vielleicht schlaft der Herr Weihrauch hier da. Zeigen Sie mir, wo das ja, ist. Ja, gehen wir's mit. Ah, gut, dass Sie sie sehen. Sie, so geht das nicht. Was bildet sich der Kunde eigentlich ein, so aufzuspielen? Herr Weihrauch. Reißt sich mir nichts, dir nichts, den Aufenthaltsraum und den Nagel, den Sie uns zuteilt haben. Das ist doch keine Art. Und dann, und es haut ihm fast den Boden aus. Herr Kunda ist von uns gegangen. Ja, gut. Dann schmeißen halt wir den Abend. Wobei, die Konditionen müssen wir dann aber schon nochmal durchgehen. Herr Weihrauch, Herr Kunda ist nicht abgereist. Er ist tot. Wir spielen aber schon noch. Dazu muss ich erst mit den Herren vom Kulturausschuss reden. Ja, machen Sie das. Aber bitte schnell.
Sonst machen sich meine Kollegen umsonst auf den Weg. Herr Weihrauch, wo waren Sie eigentlich zur Tatzeit? Also zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr. In meinem Zimmer. Ist das das neben dem Zimmer vom Herrn Bisheu, das wo zugesperrt war? Ja. Und wo kommen Sie jetzt gerade her? Ja, ich habe mir Pfirs vertreten. Mir geht's nicht gut, ich habe eine Erkältung. Sie sind der Letzte, der Herrn Kunda lebend gesehen hat. Nein, der Mörder war der Letzte. Ja, sicher. Und Sie haben vor ihm diesen Akustiktest durchgeführt? Ja, eine Viertelstunde. Da hat er mich rausgeschmissen, der Kunda, er sei jetzt dran. Wahrscheinlich drängelt er sich oben auch schon vor. Entschuldigung. Und Sie haben ihm völlig kampflos das Feld überlassen? Nein, ich habe ihn gleich mit meiner Trompeten erschlagen. Woher wissen Sie denn, dass er erschlagen wurde? Ja, das habe ich jetzt bloß so dahin gesagt, verdammt nochmal. Aber da fällt mir noch was ein. Da hat einer das Haus verlassen. So um die Tatzeit rum, der hat es ziemlich heilig gehabt. Einen Rucksack hat er auch dabei gehabt, wo gut ein Geigen drin Platz gehabt hätte. Herr Bisheu, was haben Sie denn gemacht in Stockholm? Ein Konzert gegeben. Allein? Nein, mit dem Larsson-Quartett. Sagen Sie mal, in wie vielen Quartetten spielen Sie denn? Ich bin nur eingesprungen. Also, ja, und danach sind Sie die ganze Nacht durchgefahren? Ja. Wann waren Sie hier? So um 8. Und haben sich gleich aufs Ohr gelegt? Ja, um für die Probe fit zu sein. Und dann durchgeschlafen? Ja. Und haben nichts gehört? Nein. Und nichts gesehen? Nein. Und warum habe ich dann Sie gesehen? Wo? Am Fenster. Oder schlafen Sie immer im Stehen? Spielen Sie jetzt morgen? Ich weiß nicht, ob wir so schnell Ersatz finden. Können Sie mir ein gutes Gasthaus empfehlen? Wenn Sie mir folgen? Wohin Sie wollen. Okay, ich war schon wach. Als Ihr Polizist da an die Türe klopfte, habe ich mich schlafend gestellt. Ich wollte mich nicht verdächtig machen. Na, das ist Ihnen ja prima gelungen. Ja, Wiedersehen. Berti! Hey! Was machst du hier? Ich hab keine Lust mehr gehabt zum Arbeiten. Du brauchst schon wieder. Du, geh mal was essen? Gott, was ist denn da passiert? Was? Ach so. Hm? Ist bloß die Stoßstange. Gut, Frau Dr. Kern. Oh, Herr Hofer. Ja. Hallo? Und wie schaut's aus? Ist es jetzt der Deckel gewesen? Nein, der Deckel hat zwar die Quetschung verursacht, aber die waren nicht lebensgefährlich. Findet denn das Konzert jetzt statt? Ohne Kunda? Ich denke nicht. Na ja. Vielleicht sollten Sie einspringen. Ist das Ihr Ernst? Da würden einige Rosenheimer Augen machen. Ich meine, geübt habe ich sie, die Stücke. So zum Spaß. Dann machen Sie jetzt ernst? Sieht das nicht allzu ehrgeizig aus? Ach, keine Sorge, es wird Sie deshalb niemand verdächtigen, Kunda erschlagen zu haben. Ich bitte Sie. Was ist eigentlich mit der Verletzung, die Sie sich nicht erklären konnten? Jetzt drängen Sie sie doch nicht so.
Ich bin mir da immer noch nicht sicher. Es sieht so aus... Ich mach's. Los. Für das Konzert. Spiel mit, warum nicht? Das ist aber mutig. Ja, was wollten Sie sagen? Was? Wegen der Verletzung. Ach, die Verletzung. Ja, sie scheint mir postmortal. So, als ob der Täter nochmal zugelangt hätte. Keine voreiligen Schlüsse, Frau Doktor. Alles der Reihe nach. Ich denke, ermittlungstechnisch ist das sowieso ohne Relevanz. Vielen Dank, Frau Doktor. Gerne. Wiederschauen. Dr. Hepp? Ja? Wollen Sie mir nicht noch was sagen? Ja. Ich wollte erste Hilfe leisten. Und dann ist er mir aus der Hand gerutscht. Gott sei Dank war er ja schon tot. Ja, natürlich nicht, Gott sei Dank. Aber gut, dass ich es nicht war. Keine Sorge. Und von mir erfährt auch niemand was. Wiederschauen. Wiederschauen, Frau. Also, wie denken wir, dass der Mossad dahinter steckt? Wie gesagt, laut Akte ist Weihrauch ziemlich reizbar und unbeherrscht. Vielleicht hat sich ja seine angestaute Wut bei Della Paglia entladen. Ich habe jetzt jedenfalls den Mohr erstmal zum Schloss geschickt, damit er sich Weihrauchs Trompete besorgt. Super. Geh mit Rosenbräu. Ach, wie wär's mit Times Square? Seit wann hat er wieder auf? Seit letzter Woche. Wer macht das jetzt? Ach, ein Typ heißt Joe, ist so ein Schönling. Sieht ein bisschen aus wie Rock Hudson. Naja, ein scheider Wirt wäre mir lieber gewesen. Ach, ihr. Der. Gibt's dich auch noch? Ah, der Herr Schulsprecher. Das Modepüppchen von der Mittelstufe. Was konnte nie dafür, dass meine Eltern mehr Geld gehabt haben als deine? Dafür waren sie nie daheim. Könnte ich vielleicht ein Cappuccino haben? Und du willst auch was trinken oder willst du zuerst zu deiner Schwester? Letzteres. Grüß Gott, mein Freund. Na wie? Ich finde es überhaupt nicht gut, dass du während den Ermittlungen mit einem Verdächtigen ausgehst. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich zu den Verdächtigen gehöre. Jetzt wissen Sie es. Bevor es weiter rumpolterst, solltest du dir lieber mal anhören, was der Herr Mosshaupt weiß. So, was weiß er denn? Nein, das möchte ich jetzt... lieber nicht sagen. Sagen Sie es ruhig, der kriegt sowieso raus. Also was ist? Nein, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Er hat mir von seinem Kollegen erzählt, dem Bisheu. Dem anderen Geiger. Violoncello. Auch recht. Und? Ja, also... Der Herr Kunder wollte den Bisheu aus dem Quartett werfen. Warum? Weil er immer unzuverlässiger wurde. Spielt in allen möglichen Quartetten, weil er Geld braucht. Viel Geld. Er baut sich gerade ein Haus. Naja. Und warum haben Sie uns das nicht gleich erzählt? Weil er eben keinen Kollegen hinhängen will. Na, das ist ihm ja prima gelungen. Schönen Tag noch. Bitte. Bitteschön. Was ist das? Das ist ein Corbinian-Spezial. Habe ich gerade davon. Ist da Alkohol drin? Freilich. Depp, ich bin im Dienst. Danke. Ihnen hat er bis heute nichts von seinem Streit mit Kunde erzählt, was? Was? Nein. Zwei gute Motive hätte er ja. Zum einen Rache für den anstehenden Rausschmiss und zum anderen hätte er gut seinen Hausbau finanzieren können durch die gestohlene Geige. Nein. Hörst du überhaupt zu? Doch, doch, natürlich. Es zeigt, dass jemand verputzt befreit. Herr Hofer, Ihre Schwester ist erwachsen. Allerdings, Sie können kapieren, dass ich mir Sorgen mache, wenn sie mit Verdächtigen ausgeht. Was haben Sie eigentlich mit Joe? Von wem Joe, der aus Ignaz. Und Sie waren in derselben Klasse? Nur in derselben Schule, der war drei Klassen unter mir. Der ist immer aufgefallen, weil er andauernd die neuesten Klamotten gehabt hat. Das teuerste Motorrad, den besten Tennisschläger, der hat es wahnsinnig wichtig gehabt. Hm.
Bisheu? Ja, Hebt, ich habe jetzt mit dem Ausschuss gesprochen. Wir werden morgen das Weihrauchquartett auftreten. Ja, ja, klar. Wir sind ja eh draußen. Ich bin quasi schon weg. Was heißt hier weg? Sie wollten doch nicht abreisen. Das geht nicht. Sie sind ein Tatverdächtiger. Was soll denn das heißen? Sie verbieten mir das? Nicht ich, aber das Gesetz. Jetzt überhasten Sie mal nichts. Ich wüsste jemand, der für Herrn Kunde einspringen könnte. Aha, und wen? Mich. Sie. Gibt es da Bedenken? Nein, nein, soviel ich weiß, haben Sie ja ohnehin schon mit Kunda gespielt. Eben. Und ich kann die Stücke. Also ich würde für morgen Vormittag eine Probe ansetzen. Wenn Mossab zustimmt. Dann fragen Sie ihn. Ich habe ihn nämlich nicht erreicht. Ach, ihn haben Sie schon angerufen, ja? Ja, habe ich mich da in der Reihenfolge vertan? Nein, nein, schon gut. Also, wann kommt das Klavier? Frau Marina Nüssler-Henke wird morgen früh eintreffen. Ja, dann passt ja alles. Ja, wenn Mossab mitspielt. Ich baue da ganz auf Sie, Herr Bisheu. Also dann bis morgen. Ihr Bruder scheint mich nicht sonderlich zu mögen. Ach, der mag doch jeden nicht, den ich mag. Und? Was machen wir jetzt? Uns ins Rosenheimer Nachtleben stürzen? Gibt's denn sowas? Das hängt ganz vom Begleiter ab. Tanzen Sie gern? Wenn Sie ein Lokal mit dieser Musik auftreiben? So. Was anderes passt doch gar nicht zu uns. Ja. Meine Schwester verschossen ist, kein Verhalten mehr. Jetzt lassen Sie ja doch die Freunde. Also wenn es dich beruhigt, der ist mit Sicherheit nicht verliebt in deine Schwester. Probierst du Fachmann? Nur kochen kann ich besser. Der Typ hat öfter seinen Blick schweifen lassen, als sie geredet hat. Wenn ich verliebt bin, dann hänge ich an ihre Lippen. Was will er dann von dir? Sicher bloß Sex. Beruhigend. Jetzt vielleicht was mit Alkohol? Ja. Da würde ich jetzt nicht stören. Warum? Weil er Geigen spielt. Ach, das macht er öfters. Er übt für das Konzert morgen. Was? Ach, der Dr. Hebt spielt morgen im Jagdschlössl. Ich denke schon. Weil dann muss ich ja mich eine Karte besorgen. Ach, und was war jetzt die Tatwaffe? Ein metallischer Gegenstand, wahrscheinlich ein Werkzeug, der noch Schmierfett an der Wunde war. Aber jetzt ist Feierabend. Feierabend. Okay. Und jetzt? Zu dir? Na, na, so schnell sind wir nicht unterwegs. Ich habe eine andere Idee. Du? Was sagt eigentlich dein Bruder, wenn du nicht nach Hause kommst? Ach, der macht sich keine Sorgen. Der schnarcht schon längst vor sich hin. Herrschaftszeiten. Halbe drei. Ich glaube, die spinnt. Thank you.
Was habe ich das letzte Mal mit 16 gemacht? Dann wird's wieder höchste Zeit. Marie, kannst du, wenn du nach Hause kommst, deinen Bruder mal fragen, wie weit er schon ist? Wieso? Weil es nicht angenehm ist, in einem Quartett zu spielen, wo sich womöglich ein Mörder befindet. Du hast es? Ja, aber jetzt schauen wir dahin. Herr Lind? Ja. Der Bisheu war Trast. Ja, das ist gut. Haben Sie schon was über seine Vermögensverhältnisse herausbekommen? Ja. Und ich bin noch auf etwas gestoßen. Der Handwerker, also den der Michi gestern verhört hat, der Berthold Deuringer. Der hat nämlich gestern fluchtartig das Schloss verlassen, da ist er wieder zurückgekommen. Und dann habe ich ihn überprüft. Wissen Sie, was der früher gemacht hat? Der war Geigenbauer in Mittenwald. Ja, und außerdem? Und außerdem ist er vorbestraft. Der hat nämlich Bretter geklaut. Und die Frau Dr. Kern. Bretter? Ja, der wollte sich damit seine eigene Geige bauen. Mit Bretter? Ja. Das sind halt besondere Bretter. Die nennt man Klanghölzer. Die sind bis zu 20.000 Euro wert. Aber können jetzt bitte weitermachen? Das ist doch eine brettelbreite Spur, oder? Also ich habe jetzt einmal den Deuringer prophylaktisch hierher bestellt und den Weihrauch auch, damit der den identifiziert. Sehr gut. Herr Lind, Herr Mohr, die Tatwaffe ist eine Eisenstange. Danke. Frau Stuckel. Make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Only clothes sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way. Herrschaft, das ist meine Schwester. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. Sag mal, Marie, bist du doch ganz sauber? Hast du was getrunken? Na. Dir geht's aber schon gut. Freilich? Ich war nur wegen ausgelassen. Ausgelassen nennst du das? Auf der Straße Schlangenlinien fahren die Haut voll. Mein Gott, darf man denn einmal glücklich sein? War so schön mit Mooshaupt. Wach einmal, Marie, der gehört zum Kreis der Verdächtigen. Jetzt mach keinen Aufstand. Da kommt einer. Hey, was ist denn da los? Fahrt's gut. Hat er wenigstens was Verwehrbares von sich gegeben? Ja, was soll denn das? Nicht schon. Und tschüss. Sehr witzig. Meint zu! Sag mal! Ja, halt! Weiter hinten! Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Herr Kunda Sie aus seinem Quartett werfen wollte? Wer hat Ihnen das gesagt? Herr Mosshaupt? Nein. Das hier. Tinte reagiert etwas anders auf Pizza als Papier. Und so könnten auch wir von Ihrer Kündigung erfahren. Thank you.
Hatten Sie deshalb Streit mit Herrn Kunde? Streit ist das falsche Wort. Dann sagen Sie mir das Richtige. Spannungen, es gab Spannungen zwischen uns. Weil Sie unzuverlässig waren. Unzuverlässig? Das ist auch wieder so ein Wort, das einen völlig falschen Eindruck vermittelt. Dann sagen Sie mir das Richtige. Ich habe im Augenblick viel um die Ohren. Meine Frau erwartet ein Kind. Ich bin beruflich sehr eingespannt. Sie spielen in verschiedenen Quartetten. Sehen Sie? Und das ist der wahre Grund für die Spannung. Weil Sie durch die viele Arbeit unzuverlässig wurden? Nein. Wegen seiner Eitelkeit. Sie sprechen von Kunda. Ja, er konnte es nicht ertragen, dass ich auch noch in anderen Quartetten spiele. Minderte den Wert seines eigenen Quartetts. Mag ja sein. Fakt ist, dass er sie rauswerfen wollte. Das würde ich so nicht sagen. Das mit dem Rausschmiss war noch lange nicht amtlich. Auch wenn Herr Mosshaupt das gerne gesehen hätte. Herr Bissow, Sie haben eine ganze Menge Schulden. Über 100.000 Euro. Teures Auto, Hausbau. Und was sagt das? Fast jeder, der ein Haus baut, hat Schulden. Ja, aber nicht die Gelegenheit, sie mit einer Balestriere zu begleichen. Kabinian! Bist du Zahnarzt gewesen? Ja. Du, der Teuringer wäre jetzt schon ein Verhörer. Welcher Teuringer? Der Schreiner, der auf Geigen baut. Die Verstecherbaut. Und jetzt kommt doch der, der ihn identifizieren soll. Wir wen? Der Weihrauch und Teuringer. Welcher Weihrauch? Ja, er. Ich bin jetzt da. Moment. Red nicht so kryptisch daher, sondern klär mir auf. Pass mal auf. Sicher. So sicher wie mein hohes C. Und der hat es eingefügt? Ja. Und in dem Rucksack, den er dabei gehabt hat, der hätte er geil gewusst. Leicht. Gut, danke. Warten Sie dabei draußen. Und? Hat er ihn erkannt? Warum haben Sie mir das nicht gesagt mit dem Schreiner? Ja, weil ich es auch eben erst erfahren habe. Und warum war denn er und der Weihrauch so schnell da? Hat Frau Stöckl veranlasst. Naja. Ärger mit Ihrer Schwester? Der Weihrauch hat ihn erkannt. Und er hat es eilig gehabt. Was ist mit dem Bissel? Immer noch unser Hauptverdächtiger. Hab ihn erstmal hier behalten. Na gut. Kollege Lind, Hauptkommissar Hofer, nehmen Sie Platz. Herr Mosshaupt, Herr Teuringer, wo waren Sie zur Tatzeit? Was für eine Tat überhaupt? Der Mord im Schloss, also wo waren Sie gestern Vormittag? Am Mord? Also gestern bin ich am Morgen erstmal in meiner Werkstatt. Was? Ich möchte wissen, wo Sie waren. Ja, aber das habe ich ja gerade gesagt. Ach so. Und wo waren Sie? Moment, kann ich Sie mal kurz sprechen, bitte? Wären Sie mir böse, wenn ich die Vernehmung weiterführe? Nein, gar nicht. Ich kann mich einfach nicht gescheit konzentrieren. Ich mache mir Sorgen um meine Schwester. Sie ist die ganze Nacht weggeblieben. Also, verstehen Sie mich nicht falsch, sie ist alt nur, aber ausgerechnet mit einem Mordverdächtigen. Und dann fährt es noch Schlangenlinien auf der Straße, als ob es keinen Verkehr gäbe auf der Welt, die damische Nudel. Mein Gott, sie ist halt verliebt. Ja, verliebt, verliebt. Ja, mal ehrlich, Mosshaupt ist wirklich der Letzte, der in Frage kommt. Na, das sagen Sie. Also gut, ich. Machen Sie die Vernehmung, ich höre dazu. Gut. Teuringer. Nochmal von vorne. Sie sind Schreiner und im Moment mit Restaurierungsarbeiten im Schloss beschäftigt, richtig? Ja, die Türen. Von wann bis wann waren Sie denn gestern dort? Jetzt lassen Sie mir mal überlegen. Um 7 habe ich angefangen und gefahren bin ich
Lass mich nicht lügen. So um 12. Um den Dreh rum. Waren Sie damit Ihre Arbeit fertig? Na, ich muss kurz einmal weg. Warum? Eher so privat. Bloß meine Freundin. Wir sind noch nicht so lang zusammen, wissen Sie. Ich wollte Sie überraschen. Mit einer wertvollen Geige im Rucksack? Na, so ein Schmarrn. Mit mir? Im Rucksack habe ich meine Brotzeit drin gehabt. Sie können ihn ja untersuchen. Ich sage Ihnen jetzt mal was, Herr Dorringer. So wie Ihre Gesichtszüge ständig entgleisen und Sie nicht wissen, wie und wohin Sie schauen sollen, lügen Sie. Und zwar ganz gewaltig. Lüge Nummer 1, Sie haben nicht um 12 das Schloss verlassen, sondern erst kurz nach 1. Lüge Nummer 2, Sie wollten nicht zu Ihrer Freundin, aber Sie mussten schnell weg. Und ich sage Ihnen auch warum. Ich hab den Kunden nicht umgebracht. Woher wissen Sie, dass er tote Kunde heißt, wenn Sie vorhin nicht mal wussten, dass es einen Mord gab? Aber Sie haben doch vorhin... Ich habe nicht und mein Kollege hat bestimmt auch nicht. Das hat er so kommen müssen. Es ist immer dasselbe. Am Ende bin immer ich das Arschloch. Herr Bisper, was machen Sie denn hier? Herr Lind hat mich verhört. So. Und haben Sie Herrn Rosshaupt schon erreicht? Nein, noch nicht. Eine Probe sollten wir schon noch ansetzen. Ja, klar, wenn ich hier fertig bin. Ich versuch's nachher noch in meinem Hotel mal eben. Ist doch schön. Spielt der bei euch mit? Ja, nur heute Abend. Der wollte sich euch jetzt total blamieren. Es ist mir schnurzegal, der ist der Chef hier. Und solange der gut auf mich zu sprechen ist, nehme ich jeden schrägen Ton in Kauf. Okay, Herr Kommissar. Ich sage Ihnen jetzt, wie es war. Ich habe einen Kollegen vertreten und ein paar Ausbesserungen an der Tür zum Bürgersaal machen müssen. Als ich reinkam, hing der Kunde im Klavier. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Die Geige hat gefehlt. Da wäre alles auf mich gefallen, weil ich doch vorbestraft bin. Wegen des Diebstahls von Geigenhölzern. Ja, die ist ein kostbar wie alter Wein. Ja, da braucht man bloß eins und eins zusammenzählen, um auf mich zu kommen. Mein Geschäft läuft mau, ich hab schon mal geklaut. Tja, da will mir halt die Spuren geben. Hab aber gleich gewusst, dass das eine dumme Idee war. Spätestens da, wo ich den Autounfall vor lauter Aufregung gehabt hab. Was für ein Unfall? Mit dem Herrn Mooshaupt. Mit dem Mooshaupt? Ja, ich bin ihm hinten drauf gefahren. Moment. Sie sind ihm hinten drauf gefahren? Ja, während er am Handy hing. Was ja sowieso verboten ist. Sie waren aber Richtung Stadt unterwegs. Ja, sicher. Ja. Er bleibt noch hier. Also hier ist Dorringer dem Mooshaupt hinten draufgefahren. Dorringer war stadteinwärts unterwegs. Ergo... Mooshaupt ebenfalls. Obwohl er behauptet, zum Jagdschloss gefahren zu sein. Was Hebt ja bestätigt. Aber es gibt zwei Straßen, die vom Jagdschloss nach Rosenheim führen. Und zwar einmal die Hauptstraße da drüben, auf der Hebt unterwegs war. Und die hier durch den Wald. Tja, weswegen Hebt ihm auch nicht begegnet ist. Also das heißt, der Mooshaupt bringt den Herrn Kunda um und ruft ihn dann auf dem Weg nach Rosenheim mit dem Handy auf dem Handy an, um sich auf diese Art und Weise über die Mobilbox ein Alibi zu verschaffen. Könnte das sein? Könnte sein. Dann hat er noch das Glück, dass der Hepp den Anruf annimmt und so unfreiwillig sein Zeuge wird. Ja, tja, nur, wo ist sein Motiv? Die Geige, die sein Vermögen wird. Schulden hatte zumindest keine. Aber ich habe den Mo mal nach München geschickt, damit er sich ein bisschen beim Orchester umhört. Super. Wissen Sie was? Wir stellen dem Herrn Mooshaupt eine Falle. Und ich weiß auch schon wie. Moment.
Deswegen ist der Deuringer noch lange nicht entlastet. Der löschen Sie aber nicht davon. Okay, gut. Wenn Sie Mosshaupt wären, wo würden Sie die Geige verstecken? Im Auto? Alles schon durchsucht, auch das Hotel. Respekt. Bayerische Gründlichkeit. Hat nicht zufällig was mit Ihrer Schwester zu tun? So ein Schmarrn. So, Achtung. Ein Zwiebelrostbraten, ein Nizza-Salat. Lasst euch schmecken, ja? Danke, Rosi. Danke. Ja. Gut. Dir auch? Ist dein Bruder schon weiter in dem Fall? Vorhin hat er mich angerufen und angedeutet, dass es eine Wendung gibt. Und, was für eine? Hat er nicht gesagt. Soll ich ihn anrufen? Ja. Das wäre schön. Nicht nur, weil ich neugierig bin. Auch für uns wäre das gut, wenn er den Mörder hat. Vielleicht ist er dann besser, auf mich zu sprechen. Ja, da ist er ja. Hallo Schwester, Herz, grüß Gott, Herr Land. Grüß euch. Guten Appetit, schmeckt's euch? Ja. Vorzüglich. Dann ist recht, das wird euch gleich noch besser schmecken. Wir haben nämlich den Täter. Na, das ist ja super. Ja, es war ein Schreiner, der da gearbeitet hat. Die Geige hat ihn offenbar in Versuchung geführt. Ja. Haben Sie die Geige? Das nicht, aber die Indizien sprechen gegen ihn. Dann kann ich jetzt wieder nach München zurück? Ja, freilich. Sie sind frei wie ein Vogel. Ich glaube, ihr wollt unter euch bleiben, gell? Ungestört. Gehen wir darüber? Ja. Servus. Meinen Sie, er hat angebissen? Ich schätze schon. Hoffentlich lässt er uns noch Zeit für eine Kleinigkeit. Hm. Wind? Ah, Herr Mohr. Hast du was rausgefunden über Mosshaupt? Ja, jetzt haben sie ganz umsonst gebetet. Sie wollten nicht zum Schloss, sondern hier die Geige verstecken. Wie sind Sie auf mich gekommen? Der Wagen stand bei Ihrem Unfall in der falschen Richtung. Und wo willst du denn hin? Sag zum Herr, bis ich da hinten gefunden habe. So schlau wird das fein nicht. Geben Sie gut Acht. Sie hat schon eine Nacht in der Kapelle liegen müssen. Das tut ihr nicht gut. Es ist was Besonderes. Ja. Sie haben es aber nicht wegen der Geige getan. Hallo, Herr Dr. Hebt. Was haben wir gehört? Sie wollen spielen? Ja. Herr Kunde hätte sicher nichts dagegen. Es geschieht ja zu seinem Andenken. Herr Mosshaupt, da sind Sie ja. Ich suche Sie schon wie eine Stecknadel. Die Stecknadel kommt jetzt ins Nadelkissen. Herr Mosshaupt ist Kundas Mörder. Na. Möchten Sie sich vielleicht um das Beweisstück kümmern? Marie, ist tut mir leid. Aber ich hab das gesagt, ich habe einen kleinen Traum. Kopf hoch, ne? Da sitzen wir. Der gegossene Pudel.
Ich dachte schon, endlich hast du einmal Glück. Du fädelst nicht nur allein vor dich. Hast jemand, der dir zuhört? Dich würdigt. Ich hatte so ein gutes Gefühl. Ich auch. Die ganze Nacht geübt. Ich auch.